Bitte tut mir das nicht an. Kommt jetzt wirklich das aus der Rente mit 63, eine Rente, die es noch gar nicht gab? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich könnte nur noch die Haare raufen. Wenn es nicht so schlimm wäre, könnte man ja noch drüber lachen, meine Damen und Herren. Jeden Tag wird die Rentensau durch das Dorf getrieben. Jetzt hat am Wochenende der Dulger, Arbeitgeberchef, schon wieder gesagt, oh, die Rente mit 63 muss abgeschafft werden. Der Professor Dr. Werding, Wirtschaftsweiser, Mitglied dieser Kommission, die direkt für den Bundeskanzler arbeiten und denen sozusagen ökonomische Geheimnisse ins Ohr flüstern, der stellt sich hin und sagt, die Rente mit 63 muss abgeschafft werden für die Höherverdienenden. Es darf nur noch die Rente mit 63 für Geringverdiener kommen, die also maximal 60% des Durchschnittsverdienstes haben und arbeiten. Die dürfen keine Abschläge in der Rente haben, aber die anderen, die können dann mit Abschlägen in Rente gehen. Und dann noch, die Abschläge müssen erhöht werden. So hat es CDU-Chef Merz gefordert und der junge Union-Chef Wink. Der hat gefordert am Deutschlandtag in Halle, dass die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung gekoppelt werden muss. Das heißt also höher als 67. Harte Zeiten erfordern eine harte Politik, meine Damen und Herren. Was für ein Unfug, den ich da hören muss. Man kann sich ja über die Erhöhung der Regelaltersgrenze streiten, aber diese markigen Worte, mein Gott, das kann man nicht mehr hören. Und ich kann als Experte wirklich nur noch sagen, als Rentenjurist, es gab noch nie eine Rente mit 63 und deshalb kann man die gar nicht abschaffen. Was für ein Humbug wird da eigentlich gefordert? Was haben wir es dort mit rentenrechtlichen Laien zu tun, die einfach Worte in den Mund nehmen, die es gar nicht gibt? Die Menschen werden dadurch nur total verunsichert, rufen bei uns an, fragen nach, muss ich jetzt einen Rentenantrag stellen, damit ich meine Rechtsposition sichere? Nein, müssen sie nicht. Es gibt keine Rente mit 63, die man abschaffen kann. Es gibt eine solche Rentenart nicht. Es ist völliger Unfug, was dort in den Medien auch zum Teil zum Besten gegeben wird. Natürlich auch von unseren hochkopferten Politikern, die null Ahnung von Rentenrecht haben und nur so einen Unfug erzählen, dass die Menschen einfach nur noch verrückt werden. Nein, meine Damen und Herren, bitte nicht verrückt machen lassen. Es gibt keine Rente mit 63, die man abschaffen kann. Wir haben klassische vier Altersrentenarten. Das ist die Regelaltersrente, das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Altersrente für langjährig Versicherte und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ja, meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen allen, vor allen Dingen den Politikerinnen und Politikern, Herrn Dulger vor allen Dingen und dem Wirtschaftsweisen Werding, hört auf mit solchen Begriffen um euch zu schmeißen. Die Rente mit 63, abschlagsfreie Rente mit 63, gibt es gar nicht mehr. Die war nämlich nur den Geburtsjahrgängen vor 1953 vorbehalten. Ha, 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 ha. Und die sind ja schon längst in Rente, einige davon leider schon verstorben. Und diejenigen, die 1960 oder 1961 geboren worden sind, die können die Rente mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate nach 45 Jahren harter Arbeit dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Die 1961 geboren sind, dann eben noch 2 Kalendermonate später. Also, meine Damen und Herren, was soll man noch dazu sagen? Eigentlich müsste man, dürfte ich gar kein Video zu diesem Unfug drehen, aber ich mache das deshalb, damit Sie bitte nicht beunruhigt sind. Es gibt keine Rente mit 63, die man abschaffen könnte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knüppel.